Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge von Trick und Klick fürs Tier und Buffo. Den zweiten Trick, den wir heute behandeln wollen, ist das sogenannte Verbeugen bzw. Diener oder natürlich könnt ihr den Trick auch beliebig benennen, je nachdem, wie ihr gerade lustig seid. Ziel dieses Tricks ist es, dass der Hund mit den Vorderpfoten oder mit den Vorderbeinen flach aufliegt und den Po in der Luft gestreckt lässt. Es gibt mehrere Wege, wie man diesen Trick aufbauen kann. Zum einen könnt ihr versuchen, den Hund über euer Bein rüber zu führen, sodass die Hinterbeine hier stehen und die Vorderbeine hier und ihn ins Platz zu legen. Beziehungsweise natürlich soll er sich nicht komplett hinlegen, denn der Po soll ja oben bleiben. Euer Bein dient dafür, dass der Hintern nicht runtergeht. Es gibt viele Hunde, denen ist diese Position ein bisschen unangenehm. Bei Maxi zum Beispiel hat das so überhaupt nicht geklappt. Aber es gibt natürlich noch mehrere Wege. Der zweite Weg wäre, wie ihr den Hund auch hier wieder ins Platz legt, aber diesmal ohne das Bein unterm Bauch, sondern ihr haltet in dem Moment, wo sich der Hund hinlegt, schnell die Hand unter den Bauch, sodass der Po oben bleibt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, kann ein bisschen trickreich werden für euch, weil viele Hunde sich mit dem Hintern dann wegdrehen. Nein, klar. Super. Sich mit dem Hintern dann wegdrehen oder sogar ins Meiden gehen. Da muss man dann mal gucken, wie der Hund darauf reagiert. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das meine. Fangen wir mit dem Bein an. Ich weiß nicht, ob es bei Maxi klatscht. Maxi? Das ist nämlich, was ich meine. Maxi driftet jetzt schon zur Seite weg. Ja, super. Ich muss dazu sagen, dass Maxi den Trick vorher schon konnte. Das heißt, wir schummeln jetzt ein bisschen. Aber es geht ja nur darum, euch zu zeigen, was ich meine. Liegst du bequem? Das ist super. Komm her. Versuchen das erstes Mal. Ich führe sie also über meinen Bein rüber, lege sie ins Platz und der Hintern sollte oben bleiben. Wenn euer Hund jetzt schon so liegt, wird er von sich aus natürlich sein Po wieder, nicht wieder nach oben bewegen. Ihr könnt dann gerne helfen, indem ihr vielleicht einfach mal genau, mit der Hand oder den Bauch fasst. Wenn er ganz aufsteht, ist es auch gar nicht schlimm. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Versuchen das einfach nochmal. Wenn ihr mit dem Klicker arbeitet, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch diese Zwischenschritte besteht. Der Hund muss nicht sofort im perfekten, in der perfekten Position sitzen bleiben. Das heißt, auch auf dem Weg dahin, wenn er nur andeutet, runterzugehen, könnt ihr schon sofort klicken und das bestätigen. Mache ich bei Maxi natürlich nicht mehr, weil sie weiß ja schon, wie es geht. Die zweite Variante wäre die, die ich eben gesagt habe, mit der Hand unterm Bauch, falls es mit dem Bein nicht klappen sollte. Maxi, komm her. Super. Ich halte also die Hand unter den Bauch meines Hundes und sage ihr, sie soll sich hinlegen. Maxi? Klappt? Super. Klasse. Ich lasse die Hand auch darunter, damit sie nicht auf die Idee kommt, sich hinzulegen. Für den Anfang ist es nicht schlimm, wenn der Hund sofort wieder aufsteht. Wir wollen ja diese Zwischenschritte bestätigen. Das könnt ihr nach und nach aufbauen, dass der Hund dann eben auch. Dass der Hund dann eben auch länger in dieser Position bleibt und ihr irgendwann die Hand oder das Bein darunter auch rausziehen könnt. Ja, schick, macht ihr das. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze hier aussieht, wenn es fertig ist. Tina. Man sieht auch, Maxi kann es noch nicht perfekt. Sie legt sich immer noch gerne mal ans Platz. Komm her. Warte. Warte. Wichtig ist auch, wenn ihr seht, dass euer Hund schon so gierig ist, wie Maxi das jetzt gerade ist, dann weiß ich, wenn ich sage, sie soll jetzt irgendwas machen, wird sie sich sofort hinlegen, egal was ich zu ihr sage. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch an diesem Trick, wie bei so ziemlich allen anderen Übungen, auch Ruhe reinbringt. Maxi? Okay. Okay. Na? Dafür auch keine Bestätigung. Sollte euch natürlich nicht so oft passieren. Super. Schlechtes Timing. Steht. Super.
Lieber Einsmann und Trick, ist es auch hier wichtig, dass ihr Kinder nicht reinkommt. Dass ihr ihn auch im Zugmann benutzt, wenn der Hund diesen Trick schon einigermaßen sicher kann. Damit er eben so lange in dieser Position bleibt, bis ihr was anderes habt. So, auch hier bin ich wieder gespannt auf eure Resultate, Fragen, Antworten, Anregungen. Gerne, wie immer, unten dran. Ja, wir freuen uns auf Resultate. Tschüss!